Und wir ändern jetzt unsere Lastansätze. Das wäre jetzt der erste Schritt. Wir wollen das konkretisieren. Und zwar selektieren wir uns unsere beiden obersten Decken. Das sind die Dachdecken. Hier will ich natürlich die Lastansätze konkretisieren. Und wir sehen in den Positionseigenschaften, hier rechts für die selektierten Objekte steht noch der Wert 2,3. Und wir hätten jetzt natürlich den Dachaufbau bereits in der Baustatik in die Vorbemerkungen eintragen können. Ich habe jetzt hier den Weg gewählt, das offen zu lassen. Dann können wir uns nämlich jetzt in dem Vortrag auch den Zugriff hier im Struktureditor auf die Standardlasten betrachten. Und dann suchen wir uns einfach die Standardlast für einen Flachdachaufbau. Und dann haben wir hier auch diese Zusammenstellung, diese Standardlast in diesen Positionen verwendet. Dann sehen wir die Einwirkung QKS für die Nutzlast. Aus der Entwurfsplanung hatten wir vorerst mit 1,0 über einen dicken Daumen gepeilt gerechnet. Jetzt wissen wir das konkreter. Also auch hier gehen wir in das Kontextregister Eingabe, jetzt in die Zusammenstellung. Und dann holen wir uns ein Baustatikergebnis aus der Baustatikposition L1. Beachten Sie hier, L1 taucht zweimal auf, einmal in dem Modell Rohbau LP3 und hier in Rohbau LP4. Wir nehmen die Schneelast, unsere 0,68, und haben damit auch diesen Wert in Klammern aus der Baustatik, aus der Vorbemerkung übernommen. Ja, dann haben wir noch weitere Geschossdecken. Auch hier wollen wir uns jetzt auf die Vorbemerkungen in der Baustatik beziehen. Wir selektieren uns diese vier Geschossdecken. Auch hier sehen wir jetzt die Eigenschaften rechts. Kapitel Belastung sind geöffnet. Wir klicken in die sonstige ständige Last und nutzen die Zusammenstellung, um jetzt auf die Position L2 zuzugreifen. Und da haben wir einmal für die Einwirkung GK unseren Lastwert 0,68. Den möchten wir hier übernehmen. Und genauso bei der veränderlichen Einwirkung gehen wir auch in die Zusammenstellung und holen uns den Lastwert für die Nutzlast QKN 2,8. Ja, klicken wir auf Übernehmen und damit haben wir diese Lasten hinterlegt. Die Last wirkt jetzt komplett, oder die Lasten wirken jetzt pro Geschossdecke über die komplette Grundrissausdehnung. Sie sehen ja hier oben im Menüband, im Register Einwirkung. Wir können natürlich auch Flächenlasten nutzen. Denken Sie vielleicht an eine unterschiedliche Nutzung. Wir haben unterschiedliche Lastansätze je Decke. Dann können Sie das natürlich auch mit mehreren Flächenlastpositionen, auch mit unterschiedlichen Einwirkungen erreichen.